Nein, für mich gibt das Kichererbsen-Curry. Also dafür braucht man logischerweise Kichererbsen, geschälte und klein gemuckelte Tomaten. Ich habe jetzt einfach noch ein bisschen Champignons und ein bisschen Kondensmilch und faule Saureis brauchst du. Und für meinen Mann gibt es Cannelloni. So, und für die, ich habe vergessen, für das Chutney oder für das Curry, ich versuche jetzt mal Ernsthaftigkeit hier auszustrahlen, ne? Zwiebel und Knobi und natürlich ein bisschen Öl zum Anbraten, ganz klar. Für die Cannelloni auch Zwiebeln und Knoblauch. Dann diese Cannelloni-Nudeln, ne? Das sind ja so eine Tüllen. Und in diese Tüllen fülle ich rein, die hatte ich mir letzte Woche schon mitgenommen, wieder nicht gekommen zum Kochen, ne? Gibt es solche handelsübliche grobe Bratwurst? Die drücke ich aus und drücke die rein in diese Cannellonis. Da mache ich ein bisschen gescheite Tomatensauce mit ein bisschen Tomatenmark und Mehlschwitze. Und dann kommt das in den Ofen und wird gebacken, kommt Käse drüber und dann ist das für meinen Mann. Und für mich gibt es jetzt das Currywurst. Ich kann mich überhaupt nicht wieder einkriegen wegen dieser blöden Schweinetasche. Ich meine, der Tag fing schon irgendwie so. So an, aber jetzt ist der Tag wieder my day und mein Freund und die Leute. So, Champignons, Zwiebeln, Knoblauch. Champignons angebraten in etwas Öl in der Pfanne. Dann habe ich das Ganze gewürzt mit Salz, schon mal ein bisschen Curry dran gemacht, ganz normalen Pfeffer mit diesem Gewürz hier, Gran Masala. Und da kommt jetzt drüber die Kichererbsen und eine halbe Dose von den Tomatis. So, Kichererbsen knacke ich da alle rein. Die kommen da rein. Die mag ich gerne. Gekichert habe ich ja schon genug heute. Dann diese hier, diese zerstückelten, fein gehackten Tomaten in der Dose. Man kann natürlich auch frische Tomaten nehmen. Ich nehme jetzt hier aber mal die halbe Dose, weil die andere Hälfte habe ich hier schon vorbereitet für meinen Mann, die Cannellonis. So, das Ganze manscht man jetzt ein bisschen durch. Ne? Weil die Kichererbsen sind zwar vorgekocht, aber ich mag die gern, wenn die richtig schön weich sind. Und da kommt jetzt Also Kondensmilch. ich mache jetzt Kondensmilch da rein. Du könntest natürlich, Klassiker ist Kokosmilch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag Kokosmilch nicht so gerne. So, das mache ich jetzt so hier drauf, dass das schön bedeckt ist. Dann nehme ich nochmal den Currystreuer, weil wenn du Curry mit anbrätst, kann es passieren, dass der Curry bitter schmeckt. Deshalb mache ich da jetzt noch mal richtig eine. Kannst auch schön Kurkuma oder so nehmen, ne? Kann man auch nehmen. Hätte ich jetzt aber, glaube ich, nicht mehr da. Dann mache ich hier einen Deckel drauf. Lasse das einfach ein bisschen auf kleiner Flamme ein bisschen köcheln. Drehe das mal hier runter und dann widme ich mich den Cannellonis. Da mache ich jetzt eine Mehlschwitze. Lass das hier anbraten, also Knoblauch und Zwiebeln. Dann Mehl rein. Dann nehme ich den Rest hier von der Kondensmilch, Tomatenmark rein und die Tomaten rein und mache erstmal eine Soße, wo die Cannellonis nachher So, ich reinkommen. habe jetzt schon mal ein bisschen vorgearbeitet. Also hier Cannellonis, ne? Hast ja so eine Tülle. Holst die Bratwurst aus ihrer Haut raus und stopfst die dort rein. Müssen immer gut gestopft sein, weil ansonsten fallen die ja in sich zusammen. Das ist jetzt so die Portion für meinen Mann. Ich habe unten in die Auflaufform eine kleine Schicht von der Tomatensauce reingemacht. Hier ist die Tomatensauce. Sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Habe ich selber gemacht, ne? Mit Knoblauch und Zwiebeln. Das kommt da jetzt drüber, dann kommt da Käse drüber, dann geht's ab in den Ofen und das ist eine komplette Mahlzeit. Super lecker und echt schnell gemacht, habt ihr gesehen. Auf meinem Curry, so sieht das Ganze aus hier, habe ich jetzt schon den faule Saureis reingemacht. Also für alle, die neu sind, das ist immer mein faule Saureis von Aldi, weil so für eine Portion kochen finde ich Quatsch. Das lasse ich jetzt einfach ein bisschen warm werden und dann kann ich jetzt gleich essen, während das im Backofen für meinen Mann heute Abend vor sich So, hinbrutzelt. Cannellonis perfekt belegt mit der selbstgemachten Mehlschwitze-Tomatensoße. Das geht jetzt erstmal so rein im Backofen. Die müssen bedeckt sein, weil sonst werden die ja nicht gar, die Nudeln da drin. Also die Cannellonis, So, ne? das ist mein Kichererbsen-Curry mit Champignons, Knoblauch, Zwiebeln, faule Saureis und Tomaten drinne. Bisschen Gewürze, ist super lecker, geht super schnell. Und ich mache mir jetzt ganz zum Schluss einfach noch ein bisschen Koriander. Frischer Koriander wäre jetzt richtig geil, ne? Ich hau mir einfach hier so ein bisschen Koriander drauf. Und das ist ein super leckeres Essen, was echt satt macht. Und das ist so schnell gemacht. Und du kannst ja auch Gemüse reinmachen. Du kannst auch jetzt Putenbrust da noch mit reinmachen. Aber ich möchte ja gar nicht so viel Fleisch essen. Und die Kichererbsen finde ich richtig lecker. Und das werde ich mir jetzt mal
hinter den Kiemen schieben. So lecker Schmecker gegessen, war richtig, richtig lecker, das Curry. Und ich finde auch so, dachte beim Essen noch so, du kannst das ja auch mit allem variieren. Solche Rezepte mag ich ganz einfach. Ich habe immer noch eine Sendeantenne, ne? Dass du einfach da reinmachen kannst, was du auch zu Hause hast oder was du besonders gerne machst. Ich könnte mir das auch mit Brokkoli sehr gut vorstellen. Oder wer Kokosmilch mag, so ein bisschen die Süßliche dabei und so weiter. Finde ich immer eine tolle Sache, wenn das so variable Sachen sind. Aber so in der Konstellation habe ich jetzt noch einen ganzen Pott voll, mir juckt die Nase irgendwie. Einen ganzen Pott voll, also für heute Abend und für morgen für mich auch noch. Ich kann auch 2, 3 Tage das gleiche essen, das interessiert mich gar nicht. Für meinen Mann, die Cannellonis sind auch fertig. Und dann braucht er sich das Essen heute Abend nur in die Mikrowelle stellen. So, ich habe.